Hier geht es einmal um ein Tablet mit mobilen Highspeed-Internet. Und zwar habe ich das jetzt käuflich erworben und ich wollte das einmal gerne auspacken. So, wir haben ein Full-HD-Display, einen leistungsstarken Octa-Core-Prozessor mit 1,3 GHz und ein Android-Betriebssystem, ein 7.0 Nougat und ein 32 GB internen Speicher. Und zwar ist das der Flash-Speicher, der eingelötet ist. Und den kann man erweitern mit Speicherkarten bis zu 128 GB. Die sind allerdings nicht im Lieferumfang enthalten. Dieses Gerät hat 2 GB Arbeitsspeicher, also RAM-Speicher vom Typ DDR3. Eine lange Akkulaufzeit. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, 8800 mAh hätte der Akku und er würde 13 Stunden halten im Dauerbetrieb beim Benutzung von, ja, wenn man Videos guckt zum Beispiel, dann würde das also durchgehend reichen, auch bei der Benutzung des Internets. Wenn wir also einmal hier noch die Wireless LAN, also WLAN, hier Bedingungen hier betrachten, dann haben wir einmal den Standard 802.11a/b/g/n Standard. Ich hatte irgendwo gelesen AC, das hieße also, dass er beide Frequenzen hätte, die man gleichzeitig benutzen könnte. Da steht hier allerdings nicht drauf. Hier 2,4 GHz hat er einmal als WLAN-Frequenz und die 5 GHz, sodass er also beide großen Kanalbereiche abdeckt. Dann haben wir noch einmal die Bluetooth 4.0 Funktion. So, wir wollen das ganze Gerät einmal aufmachen und dazu würden wir einmal hier an der Seite das aufschneiden. Am besten immer von sich weg, also in dieser Richtung dann. So, das habe ich jetzt gemacht. Dann lege ich einmal das Messer vorsichtshalber an die Seite, an der Seite. Also das ganze Gerät soll ein Gewicht haben von 605 Gramm und ist breit. Also die schmale Seite wäre 155 mm, also 15,5 cm. Mal lang wäre 259 mm, also 25,9 cm. Und Tiefe des Gerätes wäre dann einmal 10 mm, also 1 cm. Das ist zwar etwas lang und das Gerät ist etwas schwer, aber immerhin, wenn ich das also jetzt einmal öffne, das ist also noch inklusiv eines Starterguthabens hier. Und ja, das Display hat eine Größe von 10,1 Zoll und ist ein Full-HD-Display, also mit 1920x1080 Bildpunkte. Das heißt, glaube ich, Full HD. So, wenn das auch so hier drauf steht, wäre natürlich noch besser. Ja, genau. Nee, Moment, sogar noch mehr. Also, Full HD 1920x1200 Pixel hat das hier sogar, wie das hier oben einmal steht. Genau. Haupteigenschaft 1920x1200 Pixel. Also, Full HD wäre eigentlich mal 1920x1080, so viel ich weiß. So, jetzt wollen wir einmal schauen. Wir haben das Gerät einmal hier vor uns liegen. Das ist hier schön eingepackt. Gut für den Transport. Und ich habe hier einmal das Gerät selber. Das werde ich einmal hier dann auspacken. So, jetzt wird das, so wie ich mir das vorstelle, einmal, das ist das Gerät von hinten. Ich gehe einmal etwas weiter weg. Lege das einmal hier so rein. Das ist das Gerät von, so, ich nehme einmal, nee, das lasse ich jetzt einmal hier legen. Also das ist das Gerät hier. Hier haben wir die Kamera. Die soll, so viel ich weiß, 5 Megapixel haben, was ja aber für ein Smartphone, ein Tablet nimmt man ja nicht zum Fotografieren hauptsächlich.
also ist das ausreichend. Und auf der Vorderseite soll eine Kamera sein mit 2 Megapixel. Die wird wahrscheinlich hier sein, wenn ich das hier so richtig sehe. Man kann das hier jetzt zwar nicht, wenn man das jetzt hier irgendwie sieht. So, dann wollen wir mal schauen, was hier noch drin ist an Sachen. Ich werde das einmal hier auspacken. Unboxing oder wie das heißt. Dann haben wir einmal die Starter, das Starterpaket hier einmal. Und wir haben einmal eine Beschreibung noch dabei. Sicherheitshinweise vom Tablet. Das ist das Tablet selber, der Typ des Tablets. Wenn man das also suchen sollte, wäre dann Medion X10302, meine ich, stände hier vorne drauf. Dann habe ich hier noch einmal dieses Paket hier von Zugaben hier an Kabeln. Das ist jetzt gleich schon mal runtergefallen, aber das ist ja nur ein Kabel, also nichts Tragisches. So, jetzt wollen wir das einmal hier so an die Seite legen. So, was haben wir denn jetzt hier? So, wir haben einmal ein OTG-USB-Kabel. Das heißt also, wir könnten hier an diesem Gerät, können wir benutzen dann jeden USB-Stick als Beispiel. Wäre also auch eine Möglichkeit, weil hier ist eine Buchse dran. Auf der großen Seite ist eine Buchse. Eine USB-Buchse vom Typ, ich meine, das heißt, steht das hier drauf, also das ist eine große USB-Buchse, so wie man die USB-Sticks hat, die kann man dann da reinstecken und dann könnte man hier zum Beispiel dann das Ganze anschließen an den Mini-USB-Port von dem Gerät, also von dem Tablet, und damit hätte man hier eine Möglichkeit, jeden x-beliebigen USB-Stick einmal zu nehmen. Das wäre also eine Möglichkeit. Dann habe ich hier noch einmal ein sogenanntes Verbindungskabel, wobei dieses Verbindungskabel zwei Funktionen hat. Ich habe also einmal die Funktion, dass ich damit aufladen kann. Dafür ist auch dieses Netzteil vorgesehen, was sich hier in dieser anderen Verpackung befindet. Das ist das Netzteil. So. Das hat eine Stärke von 5 Volt, 2 Ampere als Ausgangsleistung. Also 5 Volt Gleichstrom. Das sind ja die Spannungen, die bei der USB-Schnittstelle verwendet werden und auch zum Laden von den meisten Smartphones und Tablets. Das ist also der normale Spannungspegel und die Stromstärke, wie gesagt, 2 Ampere. Also für ein Tablet eben. Das hier ein, ich meine 8000 Milliampere Stunden Akku hat, ist das also schon mal sehr gut. Also das sind jetzt also einmal die Teile, die jetzt hier drin enthalten sind. So, ich würde einmal sagen, das soll dieser Teil erst einmal gewesen sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.